Hallo zusammen. Heute schauen wir uns ein paar Aufgaben an zu Skalenniveaus. Und zwar habe ich auf einer Webseite von einem gewissen Herrn Wolczok 10 Übungsfragen gefunden, die hier mal durchgehen. Ich werde dann immer kurz erklären, warum ich mich für ein bestimmtes Skalenniveau entschieden habe. Und ihr könnt natürlich gerne mitraten, einfach bei der Frage dann kurz das Video stoppen und selbst überlegen, was ihr antworten würdet. Und wir fangen an mit der Frage der Religionszugehörigkeit. Welches Skalenniveau ist das? Das ist, würde ich sagen, nominal skaliert, denn wir sagen einfach nur, es ist eine andere Religion. Wir sagen jetzt nicht, eine Religion ist besser oder hat mehr Anhänger oder etwas in die Richtung, sondern einfach nur, sie ist anders. Und das ist natürlich Nominalskala. Dann die nächste Frage. Wie viele Haare hat hier dieser Mann? Das Bild ist ein bisschen creepy, wenn einer so aus dem Bildschirm auf einen schaut. Wenn wir also verschiedene Männer mit verschiedenen vielen Haaren haben, könnten wir die Haare zählen. Und welches Skalenniveau hätten wir hier? Bei dieser Auswahl würde ich sagen, das ist dann verhältnisskaliert. Also ich kann sagen, jemand hat doppelt so viele Haare wie jemand anderes. Ich kann Verhältnisse bilden. Ich habe auch einen absoluten Nullpunkt. Ich glaube, das wollte er hier mit diesem Bild auch zeigen. Und wenn wir hier die Skalenniveaus bis zur Absolutskala hätten, so eigentlich sind es ja 5, dann würde ich auch sagen, das ist hier eine Absolutskala, denn wir können ja die Haare einzeln abzählen. Also nicht praktisch können wir das natürlich nicht tun, aber rein theoretisch wäre es möglich. Und sobald ich natürliche Häufigkeiten habe, wäre das eine Absolutskala. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier haben wir verschiedene Größen von M und Ms und die werden unterteilt in klein, mittel und groß. Und das ist eine klassische Ordinalskala, würde ich sagen, denn wir haben eine Ordnung, aber es ist nicht so, dass wir Differenzen oder gleiche Differenzen haben. Also zwischen S und M und M und L sind die Differenzen nicht gleich groß, würde ich jetzt vermuten. Und wir können dann auch natürlich keine Verhältnisse bilden. Also Medium ist jetzt nicht doppelt so groß oder doppelt so schwer oder etwas in die Richtung klein. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier geht es um die Schuhgröße. Und die Schuhgröße, das ist ein bisschen tricky. Da muss man sich damit beschäftigen, was misst denn überhaupt die Schuhgröße? Und ich glaube, jeder hat vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass je nach Marke euch verschiedene Schuhe passen oder Schuhgrößen passen. Ja? Mal vielleicht die 40, mal die 40,5, mal die 41. Und je nach Ländern bedeuten die Zahlen auch unterschiedliche Dinge. Also da gibt es keine wirkliche Standardisierung. Ich habe das auch mal kurz auf Wikipedia mir angeschaut. Also hier seht ihr beispielsweise, wie sich die Schuhgröße berechnet. Da kann ich die Innenlänge des Schuhs nehmen und mal 1,5 rechnen. Oder ich kann die Fußlänge nehmen, mal 1,5 und dann noch eine Konstante addieren. Allerdings steht dann hier schon, diese Berechnungen, die sind je nach Hersteller, je nach Schuhtyp verschieden. Und somit würde ich sagen, kann man das nicht einfach so pauschal benutzen. Und ja, wenn wir uns da jetzt überlegen, wie könnte man diese Frage gut beantworten. Also ordinal ist es ja mindestens. Also ein größerer Schuh ist halt größer. Um wie viel größer? Da kann man sich vielleicht streiten. Für eine bestimmte Schuhmarke wäre aber wahrscheinlich, wären diese Abstände gleich groß. Und so rein intuitiv, ohne da so viel drüber nachzudenken, würde ich sagen, das ist schon intervallskaliert, weil die Abstände zwischen diesen Größen sollten vermutlich gleich groß sein. Aber ich schätze, wir haben keinen absoluten Nullpunkt, also zumindest nicht über die Hersteller und Länder hinweg. Da gibt es zu viele verschiedene Berechnungen. Okay, dann das nächste ist eine Likert-Skala. Eine Likert-Skala wissen wir ja eigentlich, das ist ordinal skaliert. Also wir haben hier verschiedene Labels
Und zwar würden wir gerne sagen, und die Psychologen würden gerne sagen, die Abstände sind gleich groß zwischen diesen Labels, aber solange man das nicht zeigen kann, nicht empirisch irgendwie belegen kann, ist es natürlich trotzdem erstmal nur eine Ordinalskala. So, dann haben wir Geschlecht. Jetzt hier nur zwei Varianten. Und das wäre in diesem Fall nominal skaliert. Also wir wollen einfach nur sagen, es ist ein anderes Geschlecht. Es ist nicht besser oder schlechter. Es soll nicht noch irgendwas darüber hinausgehend messen. Und das ist nominal skaliert. So, dann haben wir hier die Autobahnnummern in den US. Also die Route 66 ist ja recht bekannt. Und wenn wir uns aber auch vorstellen, in Deutschland könnten wir auch verschiedene Autobahnen bezeichnen oder machen wir ja auch. Und da haben wir dann immer ein A und also für Autobahn stehend und dann die Zahlen. Und da geht es eigentlich nur darum zu zeigen, dass es verschiedene Routen oder verschiedene Strecken sind, verschiedene Autobahnen. Das wäre nominal skaliert. Also es geht nicht darum zu sagen, das eine ist besser oder länger oder größer oder irgendwas, sondern ist einfach was anderes. Und ich könnte auch einfach sagen, das ist die Straße A und das ist die Straße B und die Straße C. Das würde auch funktionieren. Zahlen selbst haben also zumindest meines Wissens nach keine besondere Bedeutung. Okay, als nächstes haben wir die Movie Rating Scale aus den USA. Die gibt an, ab welchem Alter oder unter welchen Bedingungen man Filme schauen darf. In Deutschland gibt es ein etwas anderes System. Und wir sehen hier, es geht nicht nur allein um das Alter, also General Audience, das wären natürlich erstmal alle. Dann haben wir aber als nächste Stufe Parental Guidance Suggested. Also da sollten die Eltern wohl mitschauen. Das gleiche gibt es dann noch für ab 13. Also ab 13 und Eltern sollten mitschauen oder sich das vorher anschauen. Dann gibt es noch Restricted. Das ist, glaube ich, ab 17. Aber eventuell auch unter 17 mit Begleitung und dann haben wir nur ab 17. Also da sind Kinder überhaupt nicht erlaubt. Und wenn wir uns so diese Stufen anschauen, dann sehen wir, das wird immer strenger, also da kommt immer noch was hinzu, aber wir können keine Differenzen bilden oder Verhältnisse. Also es bedeutet jetzt nicht, dass von der ersten zur zweiten und von der zweiten zur dritten Stufe die Abstände gleich groß wären. Das geht nicht und somit sind wir bei der Ordinalskala. Okay, dann schauen wir weiter. Jetzt haben wir die Scoville-Skala zur Messung der Schärfe von Chilis. Das ist ein sehr interessanter Fall. Da muss ich ein bisschen mehr dazu erzählen, glaube ich. Also die Scoville-Skala, die kommt von Herrn Scoville und im Grunde ist es so, dass in diesen Chilis oder in Dingen, die eben scharf sind, ist ein Stoff drin, der heißt Capsaicin. Das sehen wir hier. Also ich stehe jetzt nochmal kurz da. Und der Herr Scoville hat versucht, eine Skala zu machen, basierend auf diesen Capsaicin. Wir sehen hier auch diese Scoville Heat Units. Was bedeuten die? Das können wir hier an dem Capsaicin ganz gut festmachen. Wenn ich 1 Milliliter reines Capsaicin habe, dann bräuchte ich 15.000 Milliliter Wasser, Flüssigkeit, mit dem ich das verdünnen würde, diesen 1 Milliliter Capsaicin, und dann würde ich keine Schärfe mehr merken. Ja, also je größer diese Zahl, desto schärfer ist es. Und wenn wir vielleicht hier unten auf die Skala gehen, dann sehen wir einen Wert von 500. Also das bedeutet, wenn ich 1 Milliliter Chili habe, also rote Chili, dann bräuchte ich einen halben Liter Wasser, mit dem ich das verdünne und dann würde ich die Chili nicht mehr schmecken. Also es ist eine Art absolute Wahrnehmungsschwelle, die der Scoville hier benutzt hat. Und da gibt es natürlich jetzt einige Schwierigkeiten. Also beispielsweise, dass ich für diese absolute Schwelle bräuchte ich ja Leute, die ich befrage. Das heißt, man müsste vielleicht auch mehrere Leute befragen. Und je nachdem, wie sensitiv jemand ist, also wie scharf er üblicherweise ist, merkt er da vielleicht schon früher keine Schärfe mehr oder eben später.
Das heißt, da gibt es schon mal ein paar Schwierigkeiten, aber die ließen sich theoretisch zumindest mittlerweile umgehen, denn es gibt so chemische Verfahren, Messinstrumente, mit denen man das Capsaicin in einer Chili oder in bestimmten anderen Lebensmitteln messen könnte. Also das heißt, eine Skala, die objektiv das Capsaicin erfasst, wäre schon möglich zu erstellen. Allerdings geht es ja hier nicht direkt um diese Skala des Capsaicins, sondern diese Scoville-Skala soll angeblich die Schärfe messen. Und die Schärfe ist natürlich etwas Subjektives. Und die Beziehung zwischen dem Objektiven und dem Subjektiven, die ist hier nicht klar. Ja, also das Einzige, was ich sagen könnte, ist vielleicht, wenn ich diese Skala nach oben gehe, dann wird es immer schärfer. Aber um wie viel schärfer, das, glaube ich, ist subjektiv nicht zu bestimmen, beziehungsweise nicht über Ordinalskalenniveau zu bestimmen. Also ich könnte sagen, okay, hier habe ich einen Wert von 500, jetzt suche ich mir eine Chili, die einen Wert von 1000 hat. Und es würde aber subjektiv ja trotzdem nicht heißen, dass diese zweite Chili doppelt so scharf ist. Ja, und das ist hier das Problem. Also wenn es um die subjektive Schärfe geht, dann glaube ich nicht, dass man über Ordinalskalenniveau hinausgehen kann. Wenn wir jetzt nur einfach den Capsaicingehalt messen würden, das ginge natürlich auf Verhältnisskala. Also hier haben wir einen kleinen Konflikt und der Autor selbst scheint eher von einer Verhältnisskala auszugehen, denn er betont hier, die Skala, die startet ja bei 0. Ja, also Stoffe, die überhaupt nicht scharf sind, die müsste ich mit 0 Milliliter Wasser mischen, um keine Schärfe mehr zu merken. Okay. Aber wenn es um die subjektive Schärfe geht, bringt mir auch dieser absolute Nullpunkt nichts, denn die Lebensmittel oder die Chilis, die ich hier habe, die kann ich wahrscheinlich trotzdem nur ordinal skalieren und deswegen würde ich hier Ordinalskala sagen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte ich denn dann belegen, dass das Intervall skaliert ist? Und da gibt es eine Methode, die heißt Conjoint Measurement Theory und mit der kann man bestimmte Bedingungen ableiten und die kann man dann testen und dann könnte man zeigen, dass es vielleicht doch Intervall skaliert ist. Aber da das nicht gemacht wurde, würde ich das sehr stark anzweifeln. Um vielleicht nochmal das mit einer Analogie deutlich zu machen. Ich könnte ja auch sagen, ich messe jetzt Intelligenz anhand des Kopfumfangs. Der Kopfumfang, den kann ich natürlich mit einer Länge, also mit einem Maßband, verhältnisskaliert erfassen. Das ist gar kein Problem. Aber das bedeutet ja nicht, dass dann Intelligenz auch verhältnisskaliert wäre, denn die Beziehung zwischen dem Kopfumfang und der Intelligenz, die ist ja überhaupt nicht da. Also dort ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Also ein größerer Kopf heißt nicht, dass man intelligenter ist. Da gibt es zwar auch Studien dazu, aber da geht es dann, glaube ich, eher ums Gewicht. Das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, vom Kopfumfang auf die Intelligenz zu schließen. Also da haben wir eine verhältnisskalierte Messung, die aber nicht für das steht, für das sie stehen sollte. Und hier ist es so ähnlich mit der Scoville-Skala, nur dass es hier etwas mehr Sinn ergibt und vielleicht dadurch auch etwas verwirrender ist, denn man könnte einfach denken, das Capsaicin ist schon die Schärfe. Aber nein, Capsaicin ist ja erstmal einfach nur irgendwie ein Stoff, der dann die Schärfe verursacht und die Beziehung zwischen diesen zwei Dingen, zwischen dem objektiven, erfassbaren Capsaicin und dem Schärfeempfinden, die ist offen und somit meiner Meinung nach eigentlich eine ziemlich klare Ordinalskala. Gut, und dann haben wir noch die letzte Frage. Da wird es wieder etwas einfacher. Da geht es um National Debt. Also, wie viel Schulden haben wir? Und die Schulden werden in Geldeinheiten gemessen. Geldeinheiten, die sind üblicherweise verhältnisskaliert. Also würde ich hier Ratio sagen, wenn ich mir überlege, 1000 Euro, das ist doppelt so viel wie 500 Euro. Und somit kann ich Verhältnisse bilden und es müsste verhältnisskaliert sein. Okay, dann hätten wir alle Fragen beantwortet. Also die interessantesten waren sicherlich die Scoville-Skala,
wo man sich nicht verwirren lassen sollte und genau lesen sollte, was soll denn gemessen werden. Und das Zweite, was auch ganz interessant war, war die Schuhgröße, bei der es anscheinend so viele Umrechnungsmöglichkeiten gibt, dass man da zumindest über Intervallskala nicht hinauskommt. Und in manchen Fällen könnte man vielleicht sogar sagen, dass es ordinal skaliert ist. So, jetzt schauen wir uns an, ob das denn alles korrekt war, wie viele Punkte wir erreicht haben. Und wir sehen, wir haben hier 90 von 100 Punkten erreicht. Das heißt, irgendwo haben wir einen Fehler gemacht und ich würde vermuten, dass es die Scoville-Skala ist. Und tatsächlich, hier sehen wir bei der Scoville-Skala, da, Moment, was ist denn die richtige Lösung? Das sehen wir hier gar nicht. Okay, wir schauen uns mal den Hint an und da sehen wir, okay, hier geht es ihm wieder um dieses Absolute Zero. Also er würde wohl sagen, das ist eine Ratio-Skala. Ich hatte aber schon ja, ausführlich erläutert, warum ich da nicht mitgehen würde. Wir schauen jetzt einfach nur, ob das so korrekt ist. Ja, und das passt. Ich hoffe, du konntest heute hier was lernen. Wenn du noch Fragen hast zu Skalenniveaus, zu diesen Variablen oder auch vielleicht zu ganz anderen Variablen, kannst du gerne unter dem Video in die Kommentare posten. Ansonsten würde mich natürlich auch brennend interessieren, wie viele Scoville Heat Units du aushältst, also was ist deine Schmerzgrenze auf der Scoville-Skala, kannst du auch gerne unten posten. Und ich werde noch in Zukunft einige Videos machen zu Skalenniveaus. Schalt gerne wieder ein. Bis dahin, tschüss.